zu, liebe Leute. Es geht weiter mit Pokémon Let's Go. Eoli, ich habe diesen Kopftrainer ausgeschaltet und es geht jetzt weiter auf jeden Fall auf der Route 3. Sehe ich da einen frisch gebackenen Trainer? Bei mir bist du an der richtigen Adresse. Ich bin einer der Trainer-Coaches. Wir warten an verschiedensten Orten und helfen bald den Trainer bei sich und ihre Pokémon auf ihre Abenteuer vorzubereiten. Wir Trainer-Coaches sind so ziemlich stark, wenn ich was so sagen darf. Also, wir können auf die Probe stellen und wollen es voll aus heraus. Der ist wahrscheinlich schon ein bisschen zu stark. Ich brauche bestimmt noch ein paar Level. Ich fordere den raus, wenn ich den durch habe mit der Route. Was schaust du mich so an? Ich habe doch gar nichts gebracht. Ich will nur weiterkommen hier. Naja. Girlena jedenfalls. Und die fängt an mit einem Mirapla. Und wir haben Pikachu vor. Das ist natürlich alles andere als gut, weil Pikachu mit einem Pflanzen-Pokémon nicht wirklich viel anfangen kann. Das heißt, wir nehmen Pikachu wieder zurück und setzt sich Nidoran ein. Ja, alles andere macht jetzt momentan keinen Sinn. So, Wachstum. Und das geht drauf mit Kaufdors. Dann gehen wir auch nochmal auf Kopfnuss. Und tschüss. Mirapla. Pikachu reicht Level 6. Pikachu erlernt erstmal Rockzocki. Levoli Level 12. Okay, das war klar. Ich habe keine Lust mehr. Okay, okay, okay. Wir haben schon noch einen Trainer irgendwo. Aber erstmal ein Item, was wir uns mitnehmen. Das ist nämlich ein 3x3 Pokebälle. Ah, da oben ist noch ein Item, okay. Das heißt, wir machen. Müssen wir noch hin. Dich werde ich später noch besiegen, wenn ich hier durch bin mit der Route. Aber erstmal kümmere ich mich um den kleinen Knopf hier. Na, was hältst du von meinem Schwarz? Guckst du dir ruhig mal an? Nein, das kommt immer komisch. Knerstim. Oder Habitak. Okay, Habitak sollte doch aus ein bisschen machbarer Gegner sein für Pikachu. Und jetzt gehen wir auf Donner. Schack. Okay, Habitak möchte mit Heuler unseren Angriff ein bisschen senken. Aber das kann er vergessen. Wir haben nur ein Pokémon, damit ist der Knopf auch besiegt. Oh nein, verloren. So, okay. Dann geht's jetzt weiter. Wir holen uns das Item hier noch schnell. Und es ist ein weiterer Trank. Sehr gut. Kann man immer mal gebrauchen. Das war das Item, was ich eben hatte. Ah, dich werde ich noch besiegen können. Moment, ruhig, so ist wieder runter. Weil hier ist noch ein Pfadfinder. Pfadfinderin, Entschuldigung. Was hältst du von einem Kampf gegen mein neues Pokémon? Keine Ahnung. Schauen wir mal, was du hast. Aber genau, glaube ich, war es ein Pummeluff. Mit Level 14 oder so. Also, das ist schon mal ein bisschen was nerviger. Aber du hast nur Nidoran. Okay. Das habe ich auch im Kampf. Wirst du aber nicht jetzt noch nicht zu sehen bekommen. Spätestens, wenn du mit Pikachu das besiegt, aber. Level 7, was du? Mal den Donnerschock. Das ist was klappt. Aua. Ich mach mal einen Druckzug hier weiter. Das sieht ein bisschen mehr ab. Oh nein. Gut, dann weiter auf Donnerschock. Jawohl, Paralyse greift. Aber pass auf, jetzt kommt die Vergiftung noch dazu. Ah, habt ihr's nicht, okay. Genau, jetzt hat der Stapel ein, interessiert mich nicht. Ach, weiter. Nein, hör auf mit dem Giftstachel. Ich hab keinen Bock jetzt auf eine Vergiftung noch.
Die nächste Folge wird dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen was länger, weil nächste Woche Folge geht's um den Mondberg. Also heute machen wir ein bisschen Mondberg, auf jeden Fall die Route 3 haben wir komplett heute. Und mit diesem Kämpfer Marvin haben wir dann am Ende noch aufgeräumt. Cool. Gott sei Dank ist der auch down. Noch ein paar Items bestimmt. Wie kriegen wir ihn? Was haben wir denn hier noch? Einen Trainer? Hä? Hast du mich etwa gerade geschubst? Nein, ich stand nur hier. Du bist auf mich zugekommen. Alter, was wollt ihr mal von mir? Starr mich nicht an. Hast du mich geschubst? Okay, du hast auf jeden Fall, was hast du denn da? Nidoran weiblich. Okay, weiblich können wir, das weibliche Nidoran können wir ja auch. Haben wir uns ja auch schon eins gefangen. Auf der Route 22. Aber unser männlich ist ja auch her. So. Na, ja, mal weiter schön mit. Ja, aber jetzt greift auch die Paralyse. Ja, mit Donnerschock noch weiter drauf. Paralyse greift. Immer noch weiter. Er geht weiter auf die Verteidigung, Werte. Wo sie dieses Pokémon also so gut wie down, schnell down kriegen. Ja, und das war's jetzt. Tschüss, Nidoran. Ja, war schon vorbei? Scheinbar, ne? So, dann haben wir das auch. Oh, warte mal, hier so ein Item. Ah, ein Lockbuffer. Ich glaube, dann haben wir den. Ich weiß nicht, ob wir die Route schon dann durch haben. Nö, aber noch nicht, weil hier so ein Knirps. Im Eisenbrenner sind nicht alle Shots. So ein Mist. Knirps Alexander von uns heraus mit einem Radfraß. Okay, Radfraß könnte tatsächlich auch für Evoli machbar sein, weil... So, gehen wir mit Ruckzuck hier auf. Mal gucken, wer anfängt. Er wird wahrscheinlich genau die gleiche Variante spielen. Natürlich spielt er die gleiche Variante. Ja, fast. Volltreffer sogar. Oh, cool. Und nochmal. Ruckzucki. Er spielt weiter. Okay. Ich kann schon ein bisschen in Bedrohung, aber ich versuch's gerade doch irgendwie nochmal. Ja, und weg ist es. Wir haben alle nur ein Pokémon, das ist das Blöde. Level 7. Oh Mann, wäre ich doch nur daheim geblieben. So, dann haben wir den auch down. Den Ast-Coach, den können wir nachher auch noch machen, wenn wir dann mit der Route durch sind, wie gesagt. Ich versuche es zumindest. Kann sein, dass wir von dem dick auf die Fresse bekommen. Ich weiß nicht, was von uns mit dem erwartet. Trainer. Noch ein Käfersammler. Du bist ein Pokémon-Trainer. Dann lass uns mal keine Zeit verschwinden. Mhm. So, Käfersammler Leon mit einem Kokon. Okay, dann machen wir weiter mit dem Donnerschock.
Und weiter Donnerschlag. Wir brauchen eh nur Härtner. Und Härtner bringt ja überhaupt nichts gegen eine spezielle Attacke von unserem Pikachu. So, der Käfer haben wir jetzt besiegt. Und ja, da gucken wir. Die haben wirklich alle nur einen Pokémon, ne? So, haben wir hier noch irgendwas? Was Pokémon betrifft. Oh, ein Rettan. Das habe ich auch noch nie gesehen. Dann fangen wir das doch mal direkt. Weil das fehlt jetzt auch noch auf unserer Liste. Ein riesiges Rettan sogar. Ja, nur ein normaler Wurf. Schon fertig. Klasse, Rattan wurde gefangen. Und wir kriegen sogar noch einen speziellen Bonus dazu. So, Rattan wurde ein... Und da gibt es noch ein kleines Rattan, glaube ich, ne? Ja, ein fabelhafter Wurf, sauber. Genau in dem Moment. Und das gibt sogar noch mal einen Zusatzbonus. Weil wir noch die Fangserie hatten. Kriegen wir noch ein bisschen was zusätzlich. Aber ich werde Rettern beide rausnehmen aus dem Team. Weil, brauchst du nicht. Das sind nämlich keine Teammitglieder und... Ja... Und zack. Da sogar noch ein drittes. Das ist, weil es ein normales. Ich werde es auch noch fangen, weil ich brauche die Erfahrungspunkte. Ja, so ein guter Wurf. Okay. Was? Du kommst mir? Scheiße, sowas. Oh, noch ein fabelhafter Wurf hinterher. Sehr schön. So, dann haben wir das auch. Das gab nochmal einen dicken Erfahrungspunkteschub. Also mehr Pokémon von einer Sorte fängt, umso besser ist es. So, Team. So, dann haben wir das auch. Und dann habe ich da. Habe ich da, kann man schon gefangen, okay. Ich muss hier erstmal Pause machen. Ich bin von Azuria City durch den Tunnel gekommen. Jetzt bin ich völlig alle. Also, ich habe gestern am Fahrradfahren auch gefühlt. Vor 20 Kilometer sind wir gestern gefahren. Da habe ich gedacht, alter Schwede. Das habe ich auch gemerkt. So, Route 4 sind wir jetzt offiziell. Ich habe, wie gesagt, noch einen Trainer ausgelassen, den ich oben jetzt noch besiegen werde. Also versuchen wir jetzt Route 4 anzugreifen. Ich versuche es auch. Ich kann es nicht versprechen, ob es klappt. Es kann auch sein, dass wir jetzt gerade ziemlich böse auf die Fresse kriegen von dem. Ich weiß nämlich nicht, wie viel Level der hat. Na gut, wir versuchen es auf jeden Fall. Du scheinst mir immer zu sein, dass ihr könnt auf den Profi schauen will. So, der Coach, kann ich dir mal helfen? Möchtest du gegen mich antreten? Jo. Alles klar, nehmen wir das. Du kriegst doch, glaube ich, sogar noch was Besonderes von ihm. Na gut, was war da? Er hat erstmal nur ein Bisasam. Okay, er hat nur ein Bisasam. Und ich habe noch nichts, was ich gegen ihn einsetzen kann. Ich habe kein Feuer-Pokémon, ich habe kein Eis-Pokémon, ich habe kein Flug-Pokémon dabei. Level 11. Okay. Das ist durchaus machbar. Erstmal die nochmal im Rucksack. Ich brauche, aber der hat bestimmt irgendwas dergleichen, was. Egelsam. Na gut, war mir klar. Also in die Richtung, dass sowas kommt. Ja, und jetzt schön jede Runde KP von uns.
So, Rucksack-Hieb. Aua. Naja, das ist halt jetzt nervig. Das Problem, ich kann nichts gegen ihn machen. Vor jeder Runde holt er sich die KP wieder, die ich ihm eigentlich zuschiebe. Und dann gehen wir auf Evoli Opfer. Statt Evoli zu Opfer gehe ich auf Nidoran. Warum gehe ich nicht auf Schnabel? Egal. Ah, ist schon mal besser. Du gehst nur auf Tackle, okay. Dass er irgendwann zurück, nochmal zurückschreckt. Er kann einfach, weil er geht auf diese Schuss wieder sammeln. Aber theoretisch ist er machbar. Ja, guter Paus, guter Paus. So, jetzt gehen wir auf Schnabel. Oh ja. Okay, dann holen wir uns mit der nächsten Schnabelattacke das diese Samen raus. Und dann sind wir. Aber diesen ersten Trainer-Code schon mal sieht. Der zweite steht nämlich auf Route 4 oben. Ja, weg ist er. Wunderbar. Level up für Nidoran Level 12. Hornattacke. Sehr gut. Hornattacke ist immer gut. Giftstachel rausnehmen. Du hast dich gut geschlagen. Na großen Honigring. Alle Achtung, das Problem ist, ein Trainer kurz besiegt. Als Anerkennung des Könnens habe ich ein kleines Geschenk für dich. Ein Beleber. Na gut, okay. Beleber kannst du einsetzen, wenn eins der Pokémon besiegt wurde. Der Trank hilft da nicht, aber mit einem Beleber machst du es wieder fit. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Ich habe ja noch einen Beleber, das heißt, Pikachu kann ich wiederholen. Nidoran und Evoli haben ja schon das Level Ups. So, okay, dann haben wir das erledigt. Hier geht es nämlich überfangen von Pokémon. Also hier geht es immer. Okay. Der nächste Trainercoach ist da oben auf der Route 4. Die Frage ist, ob ich ihn auch da unten kriege so schnell. Hallöchen, ich bin der Trainercoach, stehe zu Diensten. Möchtest du ein bisschen trainieren, bevor du mit dem Mondberg oberst? Ja, klar. Okay, dann geht's los. Dann holen wir uns direkt den zweiten Trainercoach hinterher, weil dann habe ich die Routen einmal komplett abgearbeitet. Du hast, Mountzy. Auch nur ein Pokémon, okay. Ah, ja. Na gut, Pikachu kann ja Doppelkick. Geil, eigentlich. Ich glaube, die können ja alle drei die Doppelkick-Attacke. Das heißt, ich gehe drauf und Doppelkick. Dann 13 ist so. Ja, Pikachu kann sich. Ah, toll. Das ist Alltag. Boah, ab mit dem Scheiß. Aus dem der Kohle. Ich meine, bevor du mich jetzt besiegt, nehme ich dir noch mal ein bisschen KP ab. Bin ich schon klar. So kriege ich keine Level, wenn ich die Katze wieder besiegt bekomme. Einmal drauf, Nidoran, einmal drauf. Was anderes als Zahltag. Wo ich jetzt Doppelkick abzieht. Okay. Was weiter? Er spielt weiter die Zahltag-Attacke. Ich glaube, wenn wir Glück haben, kriegen wir noch einmal mit einem KP. Oder kriege ich ihn komplett hier? Kriege ich ihn jetzt down? Ja, ich habe ihn down. Okay. Sehr gut. Dann haben wir die beiden Trainer-Kurse schon mal weg. Und bei ihm kriegen wir jetzt bestimmt die Themen Zahltag. Hier will die Reich Level 13. Und der nächste ist besiegt.
Das war ein toller Kampf. Hier hast du ein kleines Dankeschön. Ja, Team 57 Teiltag. Genau, das hatte ich fast erwartet, dass es in die Richtung geht. Aua, ich bin über einen Kleinschein gestolpert. Ein kleines Pokémon. Und hier finden wir ein Fluchtseil. Warum steht dieser Wanderer hier rum? Das werden wir mal ihn ja fragen. Welche Pokémon lassen ihr Trainer auf sich reiten, wenn es mit ihnen spazieren geht? Ich habe den langen Fußmarsch zum Mondberg im Kauf genommen, um hier ein Onix zu fangen, das mich auf dem Rücken reiten lässt. Nee, wieder Blase an den Füßen. Ja, und dann, liebe Leute, sind wir für heute durch. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem Mondberg. Und da wollen wir dann hoffentlich nochmal zwei neue Pokémon fangen, dann werden wir schon ein paar neue bekommen. Unser Team wird wahrscheinlich ein bisschen Weile dauern, bis wir das irgendwie mal aufgestockt bekommen. Aber schauen wir mal, auf jeden Fall. Gut, dann mache ich hier einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit Pokémon Let's Go Evoli, liebe Leute.